Hallo und herzlich willkommen zu Forza Motorsport 5. Und ich muss mal, ich hab. Moment. So, jetzt. Mit einem Special Guest. Hallo. Meine Freundin. Nein, der Dreamtex ist da. Hallo. Haben einfach mal gesagt, ja, hast Bock vorbeizukommen? Ja. Dann haben wir mal gesagt, wir nehmen mal auf. Im Splitscreen, ich mach den Controller mal runter. Dann hört man das nicht so. Was sind das für Felgen? Hochgeschwindigkeitsfelgen. Die sehen so hässlich aus. Das sieht scheiße aus. So, was für ein Auto hast du eigentlich jetzt genommen? Den BMW. Den BMW. Ich bin BMW-Fahrer. Gut, dann bleib ich beim Lambo. Ich hab zwar noch nie einen BMW, aber es wird auch noch ein paar Jahre dauern, aber ich bin trotzdem BMW-Fahrer. Mein erstes Auto wird ein alter BMW sein. Na dann, fahren 3 Runden, oder? Ja. Dürfte passen. Boah, dieses Kabel juckt. Ja, so kannst du. Oh, kack. Was ist das? Kenn ich das? Nein, da sind wir noch nicht gefahren. Ich bin nicht müde. Wir haben nicht 2 Uhr nachts. Überhaupt nicht. Nein, wir haben 21.36 Uhr. Völlig lustig, 21.36 Uhr. Oh, wir fahren ja schon. Ich habe meinen Traktionskontroller noch anmisst. Und die Maus ist in meinem Bild. Jetzt nicht mehr. Pass auf, Kurve. Ups. Falsche Richtung, ne? Ach, blöde Traktionskontrolle, die wollte ich eigentlich ausmachen. Jetzt war ich so aufgeregt, weil ich mir aufnehme. Da fast. Oha. Jetzt ist das Fahren halt noch schwieriger, weil du halt noch nebenbei reden musst. Ja, das passt. Ich kann eh nicht fahren. Kommt noch. Kommt noch. Ja, ich bin vor dir, also. Schnauze. Oh shit. Siehste. Yeah. Einmal drehen bitte. Gott, so schlecht. Heute Mittag bin ich besser gefahren. Hast du Mittag aufgenommen? Ja. Forza. Ich habe 4 Stunden lang heute aufgenommen. Ja, warum Forza? So als Zwischenlösung. Auf Crisis hatte ich irgendwie keinen Bock. Warum? Ich weiß nicht. War irgendwie so. Oh nee. Und ich kämpfe sowieso gerade mit einer Folge, die anscheinend 6 GB groß ist. Die muss ich ja dann auch noch hochladen. Das ist wahrscheinlich schon eine Aufnahme mit besserer Qualität. Die ist wahrscheinlich dann schon mit dem kleinen Rechner hochgeladen. Der kommt ja schon nächste Woche. Da bin ich dann mal echt gespannt, wie das mit dem Hochladen klappt. Weil Render muss ich ja immer noch hier mit dem Großen. Ja, ist ja klar. Weil ich glaube, mit einem 1 GHz Prozessor komme ich nicht weit. Ja, das ist ja auch kein Problem zu rendern. Da wollte ich ein bisschen holen. Wir sind gleich auch von der Geschwindigkeit. Ja, das ändert sich gleich. Jetzt habe ich dich. Und du bremst ja. Man müsste hier so, wo mein Screen aufhört, müssten wir so eine Pappschachtel hinhängen. Damit du nicht sehen kannst, was ich mache und ich nicht sehe. Von den zwei, die Call of Duty spielen, so 2 Jungs. Ja. Ich verstehe erstmal nicht, warum für 8 und ich spiele Call of Duty, aber warum nicht? Und der eine unter der Bettdecke. Der eine unter dem Pappkarton. Der ja. Bettdecke hier. Richtig geil. Aber denkst du, oh, die sind voll cool. Ich habe mit 8 jetzt noch kein Call of Duty gespielt. Ich habe das mit 14 gespielt, ja. Da dürfte ich das schon. Nein, aber egal. Aber mein Vater hat es mir erlaubt, also. Böser Junge. Aber mit 8, wenn ich da mit 8 angekommen wäre, hätte ich mal Arschtritte bekommen. Ich weiß gar nicht, habe ich in meinem Trailer, in meinem 50-Abo-Special eigentlich erwähnt, was du im Moment mit deinem Rechner machst? Ja. Habe ich? Habe ich. Ich habe gestern aus dem Fenster geworfen, weil ich ihn nicht mehr haben will. Ha ha ha.
Danach habe ich gemerkt, dass er gar nicht mir ist. Ja gut, doch, ja, schon dir, aber halt nur zur Hälfte. Ich habe den dafür keinen Cent bezahlt. YOLO. Wir sagen jetzt einfach, es ist deiner. Zur Hälfte. Ja, aber bald habe ich ja dann wirklich einen. Also das ist bald. Dazu werdet ihr ja auch Videos sehen. In 6 Monaten. In 6 Monaten? Weil... Bloß halt dann die Frage, wo laden wir die hoch? Bei mir oder bei dir? Beides. Beides? Ja. Weil ich denke mal, dass bei dir ist halt dann die Playlist halt Gaming-Rechner 2014. Wahrscheinlich. So in dem Dreh. Ja. Aber du wirst halt definitiv weniger so PCGH und Software haben als ich. Ja, aber ist ja egal. Könntest ja trotzdem bei beiden hochladen. Können wir machen, ja. Stört ja niemand. Dann verlinken wir uns gegenseitig und machen stümperhaft Werbung. Yay! Perfekt. Masterplan. Und um die Kurve. Irgendwie ist der M6 besser in der Kurvenlage. Was fährst du eigentlich, M3? Keine Ahnung. Cool BMW. Aber welcher BMW ist schon nicht cool? Ja gut, aber ein Race Design. Ich will den M6 Jeep haben. Das Auto, jedenfalls, was es mit dem aufnehmen könnte, habe ich ja schon. Ja, aber. Der hat schon Stil. Vor allem auf der Straße, keiner erwartet es. Ja, klar. Du müsstest den einfach mal nehmen und ein Auto, also in so ein DTM-Rennen einstellen. Der würde alles abziehen. So ziemlich, ja. Obwohl, ich weiß nicht, so DTM-Autos, die haben doch mehr ein paar PS mehr. Nee. Also schneller sind die auf keinen Fall, die fahren nicht so schnell. Aber die sind halt für die Kurven so viel besser optimiert. Huch, da war ein Ruckeln. Hast du gesehen? Ja. Ich habe heute bei der Aufnahme, beziehungsweise vor 5 Folgen, grob geschätzt jetzt, von diesen Dingen Qualitätsunterschied zwischen PS4 und Xbox mal aufgezählt. Kannst du das denn bestätigen? Nee. Was? Ich habe erst einmal 10 Minuten lang PS4 gespielt. Nein. Wie lange ist doch? Länger haben wir nicht gespielt. Ja, du hast doch schon gehört, das knackt. Ja, also der Controller, da weiß, kann ich sagen, dass die Nee, die Konsole auch. Ja. Also, ja. Aber was jetzt das Spielen angeht, weiß ich nicht. Ja gut, beim Spielen, da merkt man zwischen PS4 und Xbox One keinen Unterschied. Die PlayStation, die ist... Ich sag mal 2% besser. Wie viel kostet eigentlich die TV-Karte? Eine TV-Karte kostet. Also so eine, die mir reichen würde. 130. Hm. Also meine. Hm. Muss ich mal gucken, ne? Ach klar, die bauen wir bei dir rein, das passt ja, schon. Ja, also auf jeden Fall, aber es wird wahrscheinlich dann noch 1-2 Monate länger dauern. Das Teil, das kommt auch direkt da rein, wenn wir fertig sind. Weil ich meine, die PS3 brauche ich eigentlich nicht mehr. Nicht wirklich, ne? Zum Aufnehmen ist recht nicht. Weil... Ja gut, aber die PS3, denke ich mal, schließt ja auch an den Rechner an. Ja, das auf jeden Fall. Dann können wir auch mal wieder GTA Online aufnehmen. Ja, aber zu der Zeit gibt es schon das für den PC. Und dann nehmen wir... Das stimmt, wir werden auf alle Fälle GTA auf dem PC weiterhin spielen, nicht mehr auf der PS3. Weil die Grafik da einfach... Weil, ja, nicht nur die Grafik einfach auf. Ich glaube, GTA 5 auf dem PC... Es gibt wieder die ganzen Mods. Aha. Oh ja, und dann schön Server für uns alleine. Oh, das wird schön. Ich mache mir dann wieder die ganzen Car-Mods rein, machen wir einen Kia Sportage rein. Ja, dann haben wir auch den M6. Ja. Aber ich glaube, die Autos, die werden dann ein bisschen den Fahrspaß nehmen, weil die Fahrengine von GTA 5 ist halt sehr hart getrimmt, finde ich. Ja, weil die Handling-Dateien werden ja umgeschrieben extra für die. Also gute, ach ja, Mods, stimmt. Gute Mods haben ja eine eigene Handling-Datei. Das ist das Gute. Irgendwie gibt es immer im Splitscreen irgendwie immer Grafikfehler. Guck, die 5 und die 1 waren nur halb verdeckt. Microsoft, da muss mal ein Patch raus. Schon neue Aufnahme bekommen. Wie lang ging die alte? 7 Minuten nur. Und schon 3,9 Gigabyte. Die 4 Stunden, die ich heute aufgenommen habe, die haben schon insgesamt 50 GB Videomaterial gehabt. Mit Far Cry einbezogen. So, was waren wir jetzt?
Nürburgring? Nürburg? Das machen wir aber dann in der nächsten Folge, weil das Rennen, das wird ein bisschen dauern. Ein ganz leichtes bisschen. Ein bisschen. Welches Auto nimmst du? Ich nehme den Aventador. Ich behalte meinen BMW. Aber welchen soll ich, den oder den? Ich nehme den großen. So, du hast deins? Ach ja, Fahrhilfe. Ach ja, hör auf zu meckern. Nur das, ne? Ja. Ach, und du musst das oben Bremse und sowas, ne, noch ausmachen. Ich habe mal ein bisschen Knopfgeräusch. Weiß nicht. Nochmal. Soll ich mich versuchen? Nein. Sagen. Die Leute fahren nicht mal in echt ohne Gut, ABS. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge und dann machen wir eine schöne Runde auf dem Nürburgring, die ich vor drei Tagen gezeigt habe. Lol.